Jo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Diablo 4, ey. Wo gerade bei uns, bei Hannes, der Questfortschritt komischerweise buggt, das hatten wir vor der Aufnahme. Festgestellt, ja. Mal sehen, vielleicht war es auch nur ein Anzeigefehler. Und wir machen weiter mit Chapter 5. Oh, hier ist ein Schwein von Lilith. Oh, okay. Voll vorbeigeritten. Genau, auch sehr unscheinbar, die Dinge. Ratmas Prophezeiung sprach von einer Schlange, nicht? Wenn Elias das auch... Ratmas Prophezeiung hat Elias vergiftet. Er wurde davon besessen. Prophezeiungen sind Rätsel. Nicht einmal die Weisen wissen mit Sicherheit, was sie bedeuten. Aber Elias glaubte, er könnte es lösen. Und als ich ihm riet, er solle warten, nannte er mich einen Narren. Und sagte, wir müssen tun, was auch immer... Ihr habt versucht, ihn aufzuhalten? Ja, ich habe es versucht. Und versagt. Diesmal wird es anders ablaufen. Finden wir diesen verdammten Sarg. Boah, könntest du mal ein Relive machen, Hannes? Leider nicht. Das wünsche ich mir gerade auch sehr... Ich weiß gar nicht, wie gerne ich jetzt diesen automatischen Blizzard regelmäßig hätte. Ich brauche mehr Zeit. Seht ihr den Sarg von hier? Danke, Mimi. War so geblockt, dass ich mal aus der Karte rauskam und die Gegner wieder angreifen konnten. Könnt ihr etwas ausmachen? Da ist etwas am anderen Ende dieser Schiffe. Ich sehe es auch. Wir müssen die Wracks durchqueren, um dorthin zu gelangen. Boah, so eine Küste wäre jetzt auch geil. Ich kann die Tür von der anderen Seite aus öffnen. In Ordnung. Geht. Ich hoffe, dass wir das schon gemacht haben, dass der Regen durchkriecht und uns die Tür öffnet. Ich wollte gerade fragen, das kann ja nicht immer gut gehen. Ich brauche mehr Energie.
Merrill. Es brennt! Das ist nicht gut. Elende Erdmänner. Mein Arm! Ihr wurdet infiziert. Es breitet sich aus. Wir haben keine Zeit. Ich muss die Nekrose der Ertrunkenen entfernen. Ich verstehe nicht. Noad, seid ihr sicher? Ich bin sicher, dass sie stirbt. Haltet sie fest. Uns bleibt keine Wahl. Jetzt haltet sie fest. Zur Horadrim. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert hat? Mhm. Ich hab doch früher diesen Trend mit diesen Videos mit 5000 Grad heißes Messer versus irgendwas. Ja, das ist Butter und so, ja. Das ist Cola-Flasche oder so. Ja. Da muss ich dran denken. Also nicht 5000 Grad, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Toll. Ratma, ich bin zu eurem Tempel gekommen. Ich weiß, dass ich dort die Antworten finde, die ich suche.
Ihres Präsenz befleckt diesen Ort noch immer. Hey Alex, willkommen im Lurk. Sorry, ich hab den Chat gerade nicht im Blick, es ist einfach nur warm. Ist es bei dir kühler? Ich hoffe ja. So Lurk, sorry. Jede Foliant, jede Schriftrolle, jedes Buch in diesem Tempel birgt dieselbe Antwort. Das einzige Wesen, das bereit war, sich gegen den ewigen Konflikt, gegen die großen Übel zu stellen, war Lilith. Der Tag, an dem ich mit diesem selbstgerechten Mistkerl fertig bin, wird ein guter Tag. Oh ja, das wird es. Das wird es. Selbstgerechter Mistkerl, eine gute Bezeichnung. Nicht genug Energie. Die Treppe ist geflutet. Ich muss irgendwie da durch. Da gibt es wohl noch anders wundervolle Echos vom Elias. Keine Ahnung. Nee, Hannes kommt zurück. Gingst du nach einer Zeit? Nee, man muss mussten den Ding zerstören, die Säule. Ich weiß, aber normal wird die erst angreifbar, wenn man alle Echos von Elias weg hat. Nee, ich konnte die einfach. Wir konnten die jetzt gerade zerstören. Okay. Aber vielleicht machen wir jetzt gerade, sonst müssen wir auch gleich zurück. Das kann ich sagen. Wann Horrorstream, fragt Alex. Alex fragt das Tobi. Nächsten Mittwoch, Alex. Nächsten Mittwoch. Hier soweit. Ich brauche mehr Zeit. Haben wir uns noch den Lars geschnappt. Dann machen wir den Order Trials. Echo. Wenn die Mutter von Sanctuario die Welt erneut betritt, wird sie sich verändern. Aber am Ende werden wir bestehen. Wir werden überleben. Radma schreibt, Inarius habe Lilith weggesperrt, als sie von ihrem Plan erfuhr, die sogenannte natürliche Ordnung zu stürzen. Tausende Jahre lang hat Lilith versucht, uns über diesen Kreislauf zu erheben. Hat für unser Geburtsrecht gekämpft. Sanctuario.
Also Alex, das liegt nicht in meiner Hand, wie gesagt. Deswegen musst du mir gar keinen Bonk dafür geben, wenn das nicht passiert. Was denn? Ich bekomme einen Bonk, wenn wir nächste Woche nicht Horror-Stream machen. Achso. Ich bin noch nicht bereit. Oh, diese verdammten Leichenschleuser, ich hasse sie. Ich habe kaum noch Energie. Jeder hat sie. Ja gut, das Argument hast du. Noch nicht bereit. GZ für 50, Fabi, ey. Mhm. 50. Geburtstag. GZ. Mann, bin ich alt. Das soll die Anni. Bitte töte mich nicht in Grimwald dafür, Anni, danke. Beim Wiederverwenden. Was? Ich hab nicht genug Energie. Bitte da auch nicht. Danke. Elias Magie versperrt noch Dark immer Souls. Den Weg. Was mit Dark Souls? Sieht aus wie bei Dark Souls hier, diese. Achso, Nebelwand meinst du, ja. Oh. Oh, ich muss gerne das Leben so anstrengen kann. Doch, das ist hier sehr anstrengend, wenn man schon in der Hölle ist. Also neben Diablo. Aber vielleicht hat Hannes, hast du jetzt recht, wir sind ganz weit zurück, weil wir dann eh schon übersehen haben. Ich sehe es kommen, dass das jetzt wirklich so ist. Es ist auch toll. Liebes Bizarre, wie willst du das, wenn du das blind spielst? Nee, da oben ist noch eine Abzweigung. Ja, hoffen wir mal, dass es wirklich eins ist. Meinst du mit Real-Life-Event unseren Messebesuch oder das im Oktober, wo wir noch nicht wissen, ob es stattfindet? Das andere, das größere, das Main-Event, was wie die, das wie der Schwebe ist, ich meine. Okay. Ja, hier ist ein Echo von Elias. Die Mutter von Aquario. Sie formte uns stark zu sein und wurde weggesperrt, um uns zu schwächen. Die Tochter des Hasses. Ich kann nicht sagen, dass es etwas Gutes in ihr gibt. Moral ist das Privileg von Menschen in besseren Lagen. Die Frage nach Gut und Böse ist für uns erledigt. Was wird sie uns antun, wenn ich sie beschwöre? Aber die Frage bleibt bestehen. Was wird sie uns antun, falls ich sie beschwöre? Wenn ich sie beschwöre? Ich muss mich auf alles vorbereiten. Hier bewahrte Ratmar den Schlüssel zur Unsterblichkeit auf. Sobald ich ihn beherrsche, werde ich die Mutter nach Hause holen. Amazon Echo. Kannst du ja mal versuchen, das Ding in Elias umzubenennen. Ich will diesen Blizzard haben. Ich will den dauernd um mich herum. Und Jump.
Und jump. Jump. Go and jump. Das ist Elias Finger. Er hat hier ein Stück von sich versteckt, um unsterblich zu bleiben. Aha. Oh. Ich werde hier nicht sterben. Jump. Jump. Drown. Ich werde nicht sterben. Tot. Diablo 4 Ende. Ciao, Star Citizen. Ich bin nämlich reinschauen. Zum nächsten Mal bei Diablo 5. Ich wie habe bin ich hierher gekommen? Mit einem abgetrennten der Finger in der Mond, Hand gefunden. Was ist geschehen? Ich bin mir nicht sicher. Der Tempel begann zu sinken und ich dachte, ich wäre ertrunken. Tempel. Also war der Sarg ein Tor. Was ist mit Elias Unsterblichkeit? Er hat seine Lebensessenz in einem Stück seiner selbst bewahrt. Verbrennt es. Ganz altes Meme, ey. Da habe ich gar nicht gedacht, dass es okay, dass es gibt. Leo, ich bin halt alt. Ja, und wo burn ich denn jetzt? Am Lagerfeuer irgendwie. Ich glaube aber die Person, die ihn eingesammelt hat. Ah. Fall muss burnen. Ja, ich bin noch nicht bereit. Gut. Dann lasst uns das ein für alle Mal beenden. Lasst mich beenden, was ich begonnen habe. Niemand wird mehr aufgrund meiner Entscheidungen verletzt. Nein! Nein! Es war kein Traum! Mein Arm! Er ist tatsächlich fort. Hier steht das durch. Ihr werdet mich verlassen, nicht wahr? Ihr werdet einen Ort finden, an dem man sich um mich kümmert. Wollt ihr zurückgelassen werden? Nein! Ich will nur niemandem zur Last fallen. Dann werden wir euch nicht verlassen. Das kam mir nie in den Sinn. Es bleibt keine Zeit mehr zum Ausruhen. Ihr solltet nach Daunen sehen. Wir treffen uns später in der Zakharum-Bastion. Liest euch euren Verbündeten in der Zakharum-Bastion an. Teleport. Ihr seht müde aus, alter Mann. Selbst für eure Verhältnisse. Ich kann das Ritual übernehmen, wenn... Donen. Wenn ihr es allein machen könntet, wäre es bereits getan. Ich für meinen Teil bin es. Zumindest bereit, den Seelenstein auszurichten. Und was danach kommt, Lilith zu fangen und sie im Stein zu binden. Wir wissen, wie das in der Vergangenheit gelaufen ist. Ich muss daran glauben, dass es nun an uns liegt. Nicht an der Prophezeiung, an Inarius oder sonst jemandem. Und Blob ist auf einmal weg. Ja. Ich hab grad Sahne Kuh rechts gelesen. Ich war kurz irritiert. Eis mit Sahne wäre jetzt auch richtig nice. Oh ja. In Ordnung, Lorat. Wir werden die 6 Siegel von Dendas der Reihe nach eingravieren. Darauf folgt das 2. und 4. Umgekehrt.
Es ist schön, dass ihr euch auch mal einig seid. Konzentriert euch. Fangen wir an. Dort. Spürt ihr das? Was ist los, Hexe? Jemand nähert sich. Natürlich. Es ist Elias. Er ist hier. Wir müssen... Lorat, wagt es nicht zu gehen. Ich werde ihn selbst töten. Viel Erfolg, ich warte hier. Was soll ich machen? Jetzt einfach warten, bis sie stirbt oder so. Das ist wie dieses Count Dooku-Meme von Anakin, wo er reinrennt und dann weggeht. Ja. Sweet, ein Heilbrunnen. Der Baum ein Heilbrunnen. Verlangt, dass ihr bezahlt. Und ich ein ebenso. Elias. Ich werde euren Baum. Und das 10. und 20. Mal gegen ihn kämpfen. In die Flammen werfen. Ich bin niemandem außer der Mutter etwas schuldig. Ja, ich bin so betäubt. Ja. War er betäubt? Den P rausgehauen war. Hä? Er kann eben die Maschinenpistole rausgehauen. Ja. Das Special Fähigkeit ist der MP7. Da wieder. Au. Alter, jetzt bin ich vorhin mal richtig krank. Was ich gemacht habe. Richtig. Und die kommen gerade raus und eingefroren, ja cool. Ich brauche mehr Zeit. Ja, diese Fähigkeit irgendwie finde ich passt überhaupt nicht zu ihm. Ja, ja. Irgendwie komisch. Ich bin noch nicht bereit. Welche? Wieder, wo er so schießt. Ah, okay. Ich bin noch nicht bereit. Irgendwie komisch. Wie oft müssen wir das noch tun, bevor ihr es lernt? Ihr werdet mich niemals töten können, seht es ein. Ich war in den tiefsten Kammern des versunkenen Tempels, Elias. Ihr habt vor mir keine Geheimnisse. Bist du blöd? Du hättest ihn davor im Pfeil durch die Brust schicken müssen, Charakter, Mann. Ey. Wieso sagst du ihm das, bevor du ihn tötest? Das ist so ein Quatsch. Bring ihn doch um, wenn er auf dem Boden liegt und das dann sagt, dann kannst du sagen, ja, ciao. Ja. Nein, wir müssen die Spannung steigern. Damit wir noch ein 11. Mal gegen ihn kämpfen können. Mein 12. Mal, mein 13. Mal.
Ich hätte gerne einmal die Story, aber Elias ist jeder einzelne Bossgegner. Diablo 4, but every boss enemy is Elias. And also every champion enemy, please. Jeder kleinste. Every enemy is Elias. Ich habe ihn. Die bessere Frage ist, wo ist Klaus? Elias. Der Sumpf hat ihn jetzt. Horadrim, wir wollten es gerade ohne euch beenden. Er ist noch am Leben. Ja, weil sie blöd waren, es gesagt haben. Am Ende dieser blutigen Spur. Hier entlang. Gibt doch aber zu Charakter, dass du schon bist. Und wieder hast entkommen lassen. Wie konnte das nur geschehen? Na, weit gekommen ist er ja nicht. Na, mein. Und macht Loreth den Filiasso? Taisa, ich muss mit ihm reden. Dann tut es, Horadrim. Loreth. Oh, Elias. War es das alles wert? Wirklich? Ich brachte Lilith nach Sanctuario. Niemand hielt dies für möglich. Und wenn die Hölle über diese Welt hinwegfegt, werde ich an ihrer Seite stehen, um sie zurückzudrängen. Ihr habt mich ganz allein jene Grenzen überschreiten lassen, die ihr nicht zu überschreiten wagtet. Ihr seid nichts außer ein verschwendetes Leben. Denkt nicht daran, mir zu vergeben, alter Mann, denn ihr habt uns an diesen Punkt gebracht. War es das wert? Die Frage eines Feiglings. Sie passt zu euch, Loreth. Elias von Aranok. Oh, erspart mir das. Aus freiem Willen habt ihr dem flüsternden Baum einen Eid geschworen. Dies ist nicht das Leben, das ich verdiene. Der Baum vergisst keinen Eid und er vergibt auch keine Schuld. Es ist Zeit, loszulassen. Was für eine fette Krähe. Korrigiere, sie macht den Filiasso. Ich höre Gelächter im Wind. Elias Kopf hängt vom flüsternden Baum. Und euer Seelenstein ist ausgerichtet. Hier verlasse ich euch. Bitte? Wir treten Lilith gegenüber. Ich hatte gehofft, ihr würdet mit uns kommen. Ich kenne die Schwere eurer Gründe, aber Lilith ist weiterhin euer Anliegen. Meins liegt woanders. Dann heißt es also, lebe wohl. Und danke für den Tee. Gebt auf euch Acht, Donan. Sie hat meinen Namen genannt. Loreth wird nicht glauben. Wo ist er? Ich habe ihn nicht gesehen, seit Elias ihn mit seinen letzten Worten einen Feigling genannt hat. Und um seinen Mut zu beweisen, tat er was? Losziehen, um Lilith allein gegenüberzutreten? Elias hat uns nie gesagt, wo wir sie finden können. Aber sein Kopf hängt am flüsternden Baum. Der Baum weiß also, wohin Lilith unterwegs ist. Loreth könnte fragen, aber er wird den Preis zahlen müssen. Was für einen Preis?
Denselben, den Elias gezahlt hat. Die Ewigkeit am Baum. Bruder, nein! Schnell zum Baum! Du bist Chopper? Haltet ihn auf! Ubi? Ja. Der Elias, ne? Ja. Weißt du, an wen er mich erinnert gerade? An wen? An Simmons. Hahaha. 20 Mal den Namen gesagt hast du. Mhm. Und 100 Mal aufgetaucht und 100 Mal besiegt. Und trotzdem kommt er immer wieder. Stimmt, ja. Ich sehe parallel, die haben mir was bei GZ 6 geklaut. Was habt ihr getan? Lilith ist nun schon viel zu lange zwei Schritte voraus. Nice. Der Baum wusste, wo sie ist. Ich habe gefragt. Seine Antwort war den Preis wert. It's